Hallo und willkommen dann wieder hier zurück bei den Towers. So, jetzt haben wir aber hier ein Gebäude bereits übersprungen. Das müssen wir natürlich auch noch entdecken. Oh, böser Mr. Katzi. Gerade schon ramponiert dazu. Da haben sich die anderen Raider geschlagen. Ha, guck mal einer an. Und zwar sind wir da gerade im Duffmouth Professional Building. Draußen noch mit ein paar weiteren Plünderern. Na, dann wollen wir mal schauen. Da geht's direkt rein in den Tower. Außen herum liegt nichts mehr. Kein Tresor. Kein Terminal. Ah, und Kakerlakenprobleme. Immer diese Kakerlakenprobleme. Rattengift. Hat sie sich selbst umgebracht? Naja, zu den Zeiten, als die Nuke gelandet ist, ob man sich da mit Rattengift noch schnell einfach selbst umbringen, bevor einen die Verstrahlung übermannt und man rumkotzen muss, bis man einfach aufgrund der Strahlendosis Überlastung jämmerlich zugrunde geht. Ja, ist vielleicht besser. Und mich wundert es gerade, dass es hier nicht weitergeht. Okay. Das ist doch ein Hauptgebäude, also ein sehenswürdiges Gebäude, nenne ich es jetzt mal. Ist das schon direkt abgeschlossen? Nein. Hm. Oder ist das nebendran gemeint? Nee, ne? Nee, das da. Hm, komm ich da vielleicht irgendwie hoch? Also von da aus schon mal nicht. Der Sparte aus wird mir jetzt nur dieses hingefallene Gebäude einfallen, wenn man hier vielleicht hochklettern könnte. Wurde ja nicht. Käme man auch nirgends rein. Okay. Dann ist es in Anführungszeichen nütz. Ein paar Knochen. Hm. Okay. Gut, kann man nichts machen. Dann hatten wir da hinten eine Leiter gefunden. Oder besser eine Treppe. Mal gucken, ob wir da noch was finden. Nö, leider nicht. Schade. Oh, aber hier haben wir was. Ein kleiner Shelter. Da geht's nach Diamond. Da haben wir die Bibliothek. Und da liegt auch nichts weiter. Hier auf der Karte jetzt noch drei weitere Gebäude, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und ich glaube, genau, das ist das Laytown-Ding, das hatten wir. Hier waren wir noch nicht. Sehr leer und wundert mich gerade so ein bisschen, auch keine Möbel sind da. Als hätten die Entwickler einfach keine Zeit mehr gehabt, das zu machen. Oh, da haben wir schon wieder den Art Zünd Doppelgänger, ja. Doppelgänger. Den treffe ich jedes Mal. Faszinierend. Und das da vorne gehört zu dem Layout. Glaube ich. Das haben wir aber auch nicht geplündert gehabt, genau. Dann haben wir da die Supermutanten gesehen. Haben den auf dem Dach bereits erledigt. Was haben wir da unten noch? Auf eine Garage. Fischer drinne. Schau
Schraubenzieher, Besen, Hammer und Benzin natürlich. Das hast du doch auch gesehen. Ja, vielleicht sollten wir da verschwinden. Das Auto geht gleich hoch. Oh. Hätte ich vielleicht nicht nachladen sollen. Geht das nicht mit Schreien, sondern mit Kämpfen, mein Kleiner? Jetzt gehen die Autos nacheinander hoch. Ja, das hat es sogar überstanden. Eine atomare Kleinexplosion. Schäm dich. Jetzt wird die Luft gehen müssen. Und hier außenrum gibt es sonst noch was. Außer einer verfickten Mine, die ich nicht gesehen habe. Mann. Gut, dass ich dieses Jetpack habe. Kann ich wenigstens immer ein bisschen in Sicherheit fliehen. Meine Beine kriegen es vermutlich trotzdem ab. Nein, verdammt. Da komme ich hin. Sonst nichts weiter. Da hinten ist noch so ein kleiner offener Platz. Den suchen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal dieses Gebäude ab. Beziehungsweise dauert es auf der gegenüberliegenden Seite noch öffentlich zugängliche. Danke, dass du meine Kronkorken warm gehalten hast. Naja, so gut wie er es eben konnte. Mit seinem Gerippe. Weg mit dir. Fressnapf mitnehmen. Und willkommen in Wilson Atomities. Irgendwas. Mit Checkkarte da vorne sehe ich direkt. Und einem blutigen Einkaufswagen zu meiner Linken. Tommy Toys. Ja, wir kein grünes Zeug. So ist es. Mit Fusionskerngenerator. Dankeschön. Geräusch ist wohl nichts gewesen. Ich was hören. Heute kein Kampf. Meistertür. Ha, wir brauchen gar keine ID-Karte. Guckst du mal an. Wir konnten mit dem Meisterschlüssel hindurch. Da was sein? Ah, ich höre Zeug, das gar nicht da sein. So, und wozu? Dieses Terminal kann mir hoffentlich Rede und Antwort stehen. So langweilig. Bin durch. Eine Sicherheitstür. Dann öffnen wir die mal direkt. Gut, es konnte mir jetzt nicht Rede und Antwort stehen. Warum ist da ein Knopf? Ich kann mich einsperren. Ha! Ist das fies. Kleiner Vorratsspeicher. War jetzt nichts Wichtiges. Hm. Vor
frage mich, wo ich die ID-Karte herkriege. Alles ein bisschen verstrahlt. Ah, da kann man hoch. Guck mal. Charisma und Intelligenz. Und Wilson Atomatoys ID-Karte. Da hab ich irgendein Buttercup-Ding gerade gefunden. Verdammt, Nate, wo bist du? Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder, um den Zeitauftrag noch zu retten. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand herausgefordert. Ich musste ihn feuern. Wie siehst du das, Nate? Stehst du hinter mir oder hinter ihm? Ich will, dass du Montag um 9 bei mir im Büro bist. Wir können über den Auftrag sprechen oder über deine Kündigung. Ist deine Entscheidung. Haben wir es gehört. Paula, Mark will, dass die Verkaufsprognose für das vierte Quartal nochmal nach unten korrigiert werden. Hast du noch Zugang zu den Aufzeichnungen? Schau mal, was du tun kannst. Es ist wohl egal, wie hoch die Zahlen sind, solange es sein neues Projekt gut dastehen lässt. Bleibt es beim Treffen am Freitag? Nate. Paula Marshall, Chefsekretärin, Betrieb, Erinnerung, ID-Karten. An alle Mitarbeiter, denken Sie daran, dass Ihre Atomatoys ID-Karte ein wichtiger Teil der Firmensicherheit ist, sowohl hier als auch in unserer Fabrik. Gelegentlich Anfragen nach vorübergehenden IDs sind zwar verständlich, allerdings werden wiederholte Vorfälle Ihrem Leiter gemeldet und ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich. Sicherheitsbericht Alan Klass. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Mr. Alan Klass nicht mehr bei Wilson Atomatoys angestellt ist. Sollten Sie ihn auf dem Firmengelände sehen, melden Sie es bitte umgehend der Sicherheit. Das ist wahrscheinlich dieser ältere Herr gewesen. Operationsterminal. Kalender. Produktionseinschätzung für November. Skype-Besprechung. Begutachtung. Fließbänder. Wöchentliche Besprechung. Mittagessen mit Mark und Alan. Überprüfung der Skype-Folien für die Vorstandssitzung. Vorstandssitzung. Date mit Paula. Skype-Statusbericht. Die erste Phase des Skype-Projekts ist dem Zeitplan um eine Woche voraus. 2 der 5 Fließbänder wurden für die Skype-Produktion umgebaut. Das dritte dürfte am Mittwoch funktionsfähig sein. Eine Besprechung mit dem Betriebsmitarbeitern wurde für den 18.10. anberaumt. Die Arbeiter an den Fließbändern werden in den nächsten Wochen für ihre neuen Aufgaben ausgebildet, wenn wir Testdurchläufe mit der neuen Ausrüstung durchführen. Sollten keine unvorhergesehenen Probleme auftreten, dürfte die Produktion am 1.11. beginnen. Dazu kam es leider nicht mehr. Was ist Skype? Sicherheitsbericht Alan Klass. Das ist wieder der Hinweis, dass man sich melden soll. Was haben wir hier? Und was ist das Skype-Projekt? Cool. Eine Abstellkammer. Immer schön mit Erste Hilfe in der Nähe. Lorenz da unten rum. Jetzt wird's lustig. Was ist denn da unten? Wen erschießt du denn? Ach, da. Danke für den Hinweis. Ich dich finde. Da habe ich ja schon schönere Bombenkrater gesehen. Wo genau sind wir? Ah, okay. X gewesen. Hast du ihn in Atomatoys sind Giddy Up Buttercup Körperhersteller. Die Dinger, die für 32.000 Dollar pro Stück weggehen. Ich glaube, das ist jetzt sehr viel Altmetall, was ich hier mitnehme. Gerade. Das Commonwealth uns gehört. Nicht wirklich. Ups, pardon. Aufgepasst. Ich sehe gar nicht, dass ich was ausgerüstet habe. Ja, eher mit der Laserpistole. Was geht denn? Pardon. Giddy. Oh, was ist da? Dinger wiegen. Oh, gar nicht so viele.
Das gesamte gibt viele Federn, Stahl, Schrauben. Das ist ganz schick. So, kriege ich jetzt meine Waffe mal wieder angezeigt? Danke. Ah, da waren wir dann hier im Vorratslager. Ist das eigentlich was wert? Gerade noch mal überlegen. So, das hier ist der Eingang, ne? Ja. Yeah. Da war der Eingang. Bin ich hier rüber? Habe ich hier noch gar nicht geguckt, was wir da so haben. Ah, da komme ich auf die mittlere Etage. Ganz easy. Und da geht es nochmal irgendwo hin. Das ist mal zugestellt. So, dann machen wir eben hier durch. Dann mal ein Giddy-Gap-Körper mitnehmen. So, dann mal hier hoch. Radioaktive Düsen nicht vergessen. Dann sind wir hier im Schlafbereich unserer Supermutanten. Verstecken. Ich versteck mich doch gar nicht. Heute kein Blut vergießen. Jemand da? Ha. Dann geht's da wieder rüber. Hier geht's wieder runter. Wie komme ich denn eins höher? Außer per Jetpack. Was gerade nicht so gut funktioniert hat. Da müsste ich da hinten hoch. Sieht aus, als hätte jemand beim Metzger eine Bombe hochgehen lassen. Ja, so in etwa.